Ich bin nicht ins Nebel gebucht. Wie viel wir da halt einfach noch zu tun haben. Nimmt so ein gar kein Ende. Dann geht's da hoch. Tarnmodus aktivieren. Sehen wir fast so aus wie der Schnee selber. Gut. Aber das mit Bilbo würde ich gerne einmal. Packen. Weil ich glaube nicht, dass ich allein ins Bilbisdorf gehe. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt relativ bei null. Nicht trödeln! Mein alter Freund Dwadin schickt Wort der Sorge. Ha. Aber um ehrlich zu sein, sind seine Sorgen begründet. Bilbisse sind hier ebenso aufgewiegelt wie im blauen Gebirge. Vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, die Elben unter der Obhut von Herrn Elrond hätten sogar Kundschafter ausgesandt, um herauszufinden, was in den Hallen des Bilbisdorfs vor sich geht. Ich würde gerne dabei helfen, doch die Zwerge brauchen mich hier, wo die Grimhans und deren Verbündeten unsere Hauptsorge darstellen. Dennoch wäre eine Untersuchung wert. Nein, wäre es nicht. Keiner will in dieses Bilbisdorf. Ich wiederhole, keiner. Ach ja. Ach, stimmt, das kann ich immer beim gleichen abgeben. Ich will ihn natürlich nicht haben. Was da hinten? Da unten? Da. Also erstmal in diese Richtung. Gut. Ich glaube, das Nebelgebirge kriegen wir heute nicht fertig. Aber ich versuche zumindest so ein bisschen was zu schaffen. Damit wir so ein bisschen weiterkommen. Ich glaube, im Nebelgebirge hängen wir jetzt neben den einsamen Landen noch am längsten fest. Und geradeaus weiter. Autsch. Gleich rechts halten.
Ei. Lass mich in Ruhe. Ja klar, habe ich mir jetzt die Beinchen gebrochen. Und die zweite robuste Kiste. Ach, das ist doch hier ein Grimhandlager. Okay. Nehme nicht an, dass ich einfach an denen vorbeilaufen darf. Deswegen gibt es erstmal wieder gegrillte Grimhans. Asperien, Hallöchen und danke. Spaß ist. Na gut, das Nebelgebirge an sich gilt ja, solange ich das Bilbisdorf nicht betrete. Für die ich übrigens wieder eine Quest habe. Als kleine Vorwarnung. Ich bin schon sehr freudig, da wieder hin zu dürfen. Hi. Und auch gleich noch. Tu einfach so, als würde das Dorf nicht existieren. Das fällt mir schwer, wenn ich da Quests für kriege. Das Schlimmste ist, sie locken mich halt mit der Höhle von Gollum. Das ist sehr fies und gemein, denn ich wüsste gern, wie sie aussieht. Aber dafür müsste ich erstmal durchs Bilbisdorf gehen. Und das ist das Fiese daran. Ich will da nicht durch. Hallöchen. Hallo. Wer wagt es, die Gruft Halmur Steinformers, Sohn des Vitur, zu betreten? Selbst ein Grimhand wäre nicht töricht genug, hier einzudringen. Die Grimhands kennen die Geschichte von den Steinformen. Und zittern vor Angst. Doch ihr seid anders. Ihr habt es auf die robuste Kiste abgesehen, nicht wahr? Ihr habt nur einen kurzen Moment, um mir eure Geschichte zu erzählen, bevor ich euch in zwei Hälften spalte. Bitte schenkt mir Gehör. Sind wieder sehr nett, die Leute hier. Sagen wir mal das Ruf aus. Da brauchen wir noch ein bisschen für. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Ich verstehe. Euch hat also ein Zwerg aus dem blauen Gebirge geschickt, ja? Vielleicht war ich zu lange allein hier oben, doch ich glaube euch. Erlaubt mir nur, euch eine Geschichte zu erzählen. Vor langer Zeit wurde der erste Halmur Steinformer, Sohn des Vitur, damit betraut, die Schätze hier zu bewachen. Tag und Nacht stand der Wache und verließ seinen Posten, selbst an Festtagen nicht. Nur einmal war er nicht wachsam genug, als sich ein durchtriebener Zwerg namens Hjörtur Grimhand an ihm vorbeischlich. Und einen baren Zwergengoldstahl. Halmur hatte seinen Eid gebrochen und schwor, dass er und seine Söhne fortan das verbliebene Gold bewachen würden, bis der gestohlene Baren wieder an seinem Platz wäre. Ich bin nur einer von vielen Halmurs, die diesen Eid treu geblieben sind. Wer den gestohlenen Goldbaren zurückbringt, ist der Eid erfüllt. Die Schatulle wird dann euer sein, damit ihr sie dem Zwerg zurückbringen könnt, der euch geschickt hat. Zwar kann ich nicht sagen, wo ihr Hjörtur finden könnt, doch in der Geschichte von Halmurs Verfehlung heißt es, er habe sich in den Mauern von Gabilasan? Okay. Auf. Vielleicht gelingt es euch dort, das Gold zu finden.
glaube, die Leute mögen mich einfach nicht, deswegen schicken sie mich auf solche Missionen. Warte mal. Aber hier diese Decke jetzt. Die geht mir doch so langsam auf den Keks. Dahin. Wo ich jetzt später. Oh Gott. Die Frau muss ich erstmal wieder hinpflanzen. Kühler, aber schon besser. Okay. Dann dürfen wir das Ganze hier wieder verlassen. Da müssen wir rein, okay. Kein Ding, kriegen wir hin. Nur das tue ich auch nicht gerne. Also wenn du Gollum sehen willst, ist ja ein Tipp. Echt? Der da wäre. Mir die Herr der Ringe Filme angucken. Okay. Aber es geht halt so ein bisschen um Sightseeing. Ich geh gerade wieder zurück, gell? Ernsthaft? Zu blöd. Schaltet bei Smith an. Da hast du gerade Jay mit seinem gollumartigen Gott gesehen. Haben die das schon zu ihm gesagt? Also ist eine Tatsache. Aber, ja gut, ja. Dass du es zu ihm gesagt hast, weiß ich. Ich war einmal, also ich habe es einmal gesehen, was er gesagt hat. Es war... Oh, ich habe erfahren. Oh, der arme Jay. Nee, einfach nein. Hallo. Einfach nein. Dann brauchst du nicht mehr ins Bilbistopf. Ja, aber nein. Oh ja, aber nein, aber ja, aber nein. Es ist halt nicht das Gleiche. Ha, euch schickt einer dieser närrischen Steinformer was? Ihr habt die Geschichte von ihrem Eid gehört. Diese robuste Kiste zu bewahren, oder? Nun, dann erlaubt mir, euch auch eine Geschichte zu erzählen. Der erste Hjortur Grimhand hat das Gold nicht für sich gestohlen, sondern um Halmos Steinformer zu blamieren. Als er von Halmos Eid hörte, schwor Hjortur seinen eigenen. Seine Söhne und er würden für immer den Barren behalten und für immer die Steinformer dem Spott preisgeben. Auch ich habe eine lange Ahnenreihe, eine lange Reihe Hjortur Grimhands. Und ich werde den Eid nicht brechen. Die Barren sollt ihr nur über meine Leiche bekommen. Und das wird wohl kaum geschehen. Wollt ihr mich jetzt hier alle verkackeiern? Warum bist du eigentlich gelb? Oder... Ich weiß nicht, leidet der Zwerg unter Gelbsucht vielleicht? Oder sehe ich nur die zu gelb? Ich glaube, der ist nicht ganz gesund gewesen. Oder war halt einfach wirklich schon alt. Hat in Gold gebadet, flüssigem Gold. Tut das nicht weh? Oder kann man in Gold auch, kann man auch in kaltem Gold baden? Flüssigem kalten Gold. Mit genug Schnaps merken die das nicht mehr, sind Zwerge. Ja, gut, auch wieder war. Schnaps und Bier. Da ist es wieder. Schnaps und Bier. Was benötigt ihr? Meine Augen müssen mich täuschen, ihr Gauner. Ihr könnt nicht im Besitz jenes gestohlenen Barrens sein, der mich so lange an diesen Ort gefesselt hat. Doch ist es so. Ja, es ist so. Kann es wirklich wahr sein? Ist meine Pflicht endlich erfüllt? Ich stelle mir gerade vor, wenn es mehrere von denen gibt,
Die müssen ja auch irgendwie auf die Welt gekommen sein. Wer hat sie ernährt? So, ne? Nein, die müssen ja irgendwann auch mal so die Plätze mal getauscht haben. Um zumindest mal aufs Klo zu gehen oder so. Oh Gott, ich möchte nicht wissen, wie muffig es in dieser Halle riecht. Naja. Ja, dann entscheide mal und ich nehme mir die Kiste. Ciao. Viel Spaß in deiner muffigen Höhle hier. Die Richtung müsste ich dann... Huch. Also ich werde noch nicht zurückgehen. Wir reiten jetzt hier einmal durch. In die falsche Richtung übrigens. Wir müssen in die Richtung. Oh. Hallo Frostriese, ich bin gar nicht da. Nein, ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin weg. Ciao. Oh Gott, warum sind hier eigentlich jetzt gerade so viele Viecher? Wir sind bei den Riesen! Lass mich mal bitte. Bin ich hier halbwegs sicher? Ich hoffe. Okay, ja gut, wenn du abhaust, ist sogar noch besser. Bin mal gespannt, ob ich es jetzt mal gegen die Riesen schaffe. Wir sind, glaube ich, 3 oder 4 Level jetzt höher als beim letzten Versuch. Mal gucken. Wir müssen Suktir und Kulgurs besiegen. Es kann nur in die Hose gehen. Ah. Ich werde sterben. Bleib einfach hier stehen. Ja, an dem unteren sind wir gerade näher dran. Okay, halt. Autsch. Und das hat sie an den Dingern. Bist du fertig? Autsch. Autsch. Einfach nein! Halt tot um! Geht doch. Immer freundlich gesinnt.
Voll. Gar nicht da. Ihr werdet nicht mal merken, dass ich hier war. Hoffe ich zumindest. Gott. Stimmt, jetzt geht hier die Suche wieder los. Wo ein Mädchen denn ist. Etwas so unsicher mit den Bären. Sie greifen mich an. Ich glaube, dann geht doch lieber da lang. Dann ist der Bär halt der Erste. Ich glaube, das ist doch nicht gut, dass ich da ganz allein lang gehe. Meister Petz lässt sich leicht besiegen. Na komm. Wird mir wahrscheinlich sowieso in den Rücken fallen. Natürlich kommen dann beide. Wäre ja auch zu einfach, wenn nur einer kommen würde. Ich glaube, das hier schaffe ich trotzdem noch nicht. Bin mir nicht sicher. Dass der andere da aber auch direkt kommen muss. Kann ja nicht weit fliegen. Mein Maus da. Gut. Bin tot. Meins. Ich bedenke, ich war eben fast tot. Und tschüss. Ich hoffe, dass ich an den halbwegs gut vorbeikomme jetzt.
Dich muss ich auf jeden Fall erledigen. Ostreser. Und höre auf damit. Wie sehe ich so grün ist das hier? Wunderbar. Ich weiß noch nicht, wie ich hier wieder rauskomme aus dem ganzen Dorf. Ich glaube, so wie ich reingekommen bin, komme ich nicht wieder raus. Ich wäre froh, wenn ich zumindest einen von den beiden jetzt mal mache. Lisa. Nee, der Typ ist woanders. Der ist halt genau da. Wer das? Müsste das gehen? Hugo ist doch da. Der ist auf dem weißen Ding da oben. Irgendwo oben. Doch hoch. Kriege ich nicht. Einmal rauslotsen. Hi. Hey, hat doch gut geklappt. Es kam nur einer. Damit.
Wie gesagt, wie wir hier wieder zurückkommen, steht ein Stern. So. Hi. Denk nicht mal daran. Ja, klar. Da spawnt jetzt natürlich direkt einer. Ernsthaft? Also wenn ich hier hinten stehe, wenn sie spawnen, ist ja eigentlich alles gut. Letztlich. So. Nämlich, wo war es jetzt hier hinten hin? Ach, komm schon. So, und hinauf. Natürlich. Ich hätte gerne Karte von diesem Gebiet. Okay, da kann ich nicht hoch. Oh, komm her. Also wieder ganz langsam.
Ja, das Schlimmste ist gerade, der Hund baut gerade irgendwie Mist. Was stellt der Hund da oben gerade an? Das könnten auch die Katzen gewesen sein. Schön. War hier nicht irgendwo die Type? Da in die Richtung. Da oben ist sie ja nicht. Ich muss einmal gleich definitiv ganz kurz hochgucken. Okay. Was passiert jetzt gerade? Ah. Ich weiß nämlich nicht, was das Tier da oben gerade anstellt. Oh Gott. Geh mal weg. So. Den einmal kurz erledigen und dann gleich hoffen, dass hier nichts passiert. So, ich bin gleich sofort wieder zurück. So kurz gucken, was wollte sie da oben gerade einstellen.